Hallo zu die Sterne im April 2022. Wir wollen uns hier die Zeitqualität im April anschauen und wie immer auf Neu- und Vollmond schauen. Diesmal haben wir zwei Neumonde und einer davon ist mit einer Sonnenfinsternis versehen. Also sehr interessanter Monat. Und dann legen wir auch gleich los. Und zwar haben wir hier den Sonnenaufgang. Und bei dem Sonnenaufgang haben wir hier, beziehungsweise am 1.4. halt, haben wir hier Merkur und Chiron mit dabei. Und Merkur und Chiron bringen ja die Thematik von viel Information, von Gesundheit, Umwelt und Arbeit in den Fokus. Also viele Gespräche dürfte es geben im April. Das ist hier so eine Thematik. Also ich gehe da auch noch mal etwas direkter drauf ein, weil wir auch am 1.4. schon gleich einen Neumond haben. Und dementsprechend die ja, Aspekte und Konstellationen ja, vergleichbar sind. Aber was ist noch prägend in dem Monat insgesamt? Ja, Venus, Mars und Saturn stehen hier zusammen. Venus, Mars und Saturn bringen ja die Einschränkung durch Krieg oder auch eine Einschränkung vom Krieg. Also das heißt, vielleicht auch das Ende vom Krieg, das wäre auch denkbar. Oder ansonsten für Beziehungen kann es auch hier Hemmungen geben, also Hemmungen in der Sexualität. Einschränkungen in Beziehungen, Blockaden, aber auch Prüfungen und Verantwortlichkeiten in diesen gesamten Kontexten. Das ist hier auch möglich. Zudem steht Venus natürlich auch für Sicherheit und für Werte und also Finanzen halt auch. Und also es kann auch ein Finanzkrieg oder Finanzziele beziehungsweise Sicherheitsziele bringen und die wieder mit Einschränkungen oder mit Prüfungen oder mit einer Reduktion in Verbindung stehen könnten. Also dass man hier quasi ja, prüft, wo man seine Gelder ja, zum Sparen hintut oder welche Situation man hier ja, in Bezug auf die Sicherheitslage einschlägt, also was hier so jeweils in den bestimmten Bereichen zu prüfen ist. Also das kann man hier erwarten als Thematik. Was haben wir noch? Also das Ganze in Spannung zum Mondknoten, das bringt hier eine Situation, die für das Kollektiv eine Bedeutung hat oder auch karmische ja, Ereignisse beschreiben kann. Und dann haben wir natürlich hier als ganz wichtiges Moment, also am 12.04. exakt und diesen Monat prägend und auch eigentlich dieses Jahr prägend, die Kombination von Jupiter und Neptun, die sich hier, wie gesagt, am 12.04. genau treffen in den Fischen. Und das ist eine Konstellation, die steht für ja die globale Flucht, für weltweite ja Illusionen auch, für Fülle, grenzenlose Fülle, also im Sinne von der Inflation. Außerdem also ja große Täuschungen auch, aber auch natürlich im Positiven für weltweiten Frieden, für den Sinn im Frieden und in Empathie. Eine sehr, sehr tolle spirituelle Stärke. Also das ist hier prägend und das gibt sehr viel Hoffnung auch. Also das ist also hier ein großes, großes Plus. Also das sind hier so einige Dinge und dann haben wir in dem Monat ja exakt hier am 5.4. bereits, also trifft der Mars hier auf Saturn. Also natürlich immer im Verbund mit der Venus auch, aber Mars und Saturn ist eine Konstellation, die beschreibt dann um den 4. ganz besonders Widerstände oder auch ja Blockaden, die mit dem Konflikt in der Ukraine im Zusammenhang stehen kann. Außerdem natürlich generell bei Zielen kann das Hemmungen anzeigen, Blockaden oder auch ja Energie, eingeschränkte Energie im weitesten Sinne anzeigen. Und das Ganze im Zeichen des Wassermanns, also kann das Stromeinschränkungen bedeuten. Oder dass man halt hier ja, das in eine Form bringt, Ziele, die mit Strom zusammenhängen. Das wäre zum Beispiel auch eine mögliche Variation. Und interessant ist ja auch bei dieser Kombination, dass die Venus damit bei ist. Und es geht ja auch um Finanzen mit dem Strom. Also das ist hier sehr schön dargestellt. Ja, dann haben wir, wie gesagt, diese Jupiter-Neptun-Konjunktion hier als Highlight. Und dann haben wir über Ostern am 18.04. genau, ist der Merkur hier auf Uranus und in günstiger Verbindung zur Venus dann. Und das bringt hier
ja, überraschende ja, Begegnungen vielleicht und auch schöne Komplimente oder Geschenke vielleicht auch. Oder also das verspricht hier eine angenehme Zeit über Ostern. Und ansonsten haben wir noch ein paar Planetenwechsel. Also die Venus wechselt hier in die Fische am 5.4. und bringt dann ja Friedensbewegung, in der Liebe viel Romantik, viel Fantasie, überhaupt für Beziehungen eine sehr verträumte Zeit. Und was Geld angeht, natürlich auch wieder eine Inflationsphase, weil grenzenloses Geld, also Venus ist ja auch ein Indikator für Geld. Also das sind hier so einige Dinge. Dann Merkur geht am 11.4. vom Widder in den Stier und bringt in den ersten 10, 11 Tagen hier im Widder noch so eine sehr direkte, forsche Art der Kommunikation, also eine fokussierte, zielgerichtete Energie. Also man kann man gut Planung machen und dann für die letzten 2 Drittel des Monats hier im Stier bringt der Merkur dann eine sehr realistische Sicht auf die Dinge, ja, vielleicht auch sinnliche Gedanken oder Gedanken bezüglich Finanzen könnten die auch eine Rolle spielen. Dann haben wir Mars, der hier aus dem Wassermann dann am 15.04., also zur Monatsmitte, in die Fische wechselt. Also das heißt, die erste Monatshälfte ist Mars dann hier noch im Wassermann und bringt hier sehr viel unruhige Energie. Ja, Aggressivität überraschend erfolgt. In dem Zusammenhang gab es ja auch diese, ja, so ein paar, also zum Beispiel bei den Oscar-Verleihungen diese Ohrfeige. Also das ist hier zum Beispiel ausgelöst worden durch den Uranus Mars und hat auch natürlich zu tun mit Venus Saturn, weil Venus ist ja die Begegnung und Saturn ist ist eine Maßregelung, die dann mit Gewalt erfolgt, überraschend. Also auch wieder sehr schön erklärbar gewesen. Aber wie gesagt, also noch weiterhin hier die ersten 2 Wochen bringt der Mars hier Unruhe und dann ab der zweiten Monatshälfte gibt es dann hier eine schöne Friedensenergie mit dem Mars oder natürlich auch die Möglichkeit, bei Aktionen zu täuschen. Das wäre die unschönere Variante. Dann haben wir die Sonne, die ab dem 20.04. hier in den Stier wechselt und dann eine Phase bringt, wo Materie und Grenzen und ja, Körperliches vielleicht auch eine größere Rolle spielen könnte. Und ja, hoffentlich dann dieser Fokus von dieser kämpferischen Regierungsenergie, also weil die Sonne ja auch immer regierende Führungspersonen darstellt, also kann man hoffen, dass dann hier auch das auch ein Indikator ist, dass es dann hier friedlicher wird. Und dann haben wir den Wechsel von, beziehungsweise den Rücklauf von Pluto am 29.04. Das heißt, er ist den gesamten Monat hier schon gebremst und wird dann am 29.04. rückläufig. Also er bleibt im Steinbock, wo er hier lange für das Kollektiv hier die Transformation bringt bezüglich System. Also das heißt, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Systeme werden hier geprüft und werden hier kontrolliert. Es geht also um Kontrolle, um Massenkontrolle und um Krisen. Und Pluto ist auch Indikator für Viren und beschreibt dementsprechend die Viren, die hier die Gesellschaft betreffen. Ja, und insgesamt ist halt auch so ein Sterbeprozess von Regierungssystemen. Also das heißt hier, die Macht ist bei den Regierungen noch und die geht dann aber in das Kollektivzeichen Wassermann, also in die ohne Hierarchien. Aber das ist natürlich erst 2023 anfangs schon mal so, also anfänglich so, also nicht, also beziehungsweise vorerst, weil der dann später nochmal wieder rückläufig wird und dann auch nochmal in den Steinbock hineintritt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, erst im nächsten Jahr der Fall. Also er bleibt hier noch lange im Steinbock und bringt in der Rückläufigkeit auch so Machtkämpfe, starke Machtkämpfe, Manipulation. Also das ist hier eine Thematik von den nächsten Monaten. Und am Monatsende geht der Merkur dann, ist dann hier noch weiter gerückt und geht dann in die Zwillinge, aber das ist dann mehr ein Thema vom nächsten Monat, wo er dann in den Zwillingen im eigenen Zeichen steht und sehr viel Kraft bringt und eine gute Kommunikation versprechen kann oder auch für den Handel vielleicht eine bessere Zeit anzeigt. Also das dazu. Und dann gucken wir mal hier auf den Neumond, den ersten. Und zwar bringt der hier, dieser Neumond im Widder,
bringt hier Neuanfänge, die sehr spontan beginnen können, mit Mut vielleicht angegangen werden, und ja, eine impulsive Energie natürlich haben. Und also ein Neumond bringt ja, zeigt ja immer Neuanfänge, und das Zeichen Widder ist ja das Zeichen der Neuanfänge, also eine sehr, sehr schöne Kraft, um neu durchzustarten. Dann ist Chiron und Merkur mit dabei, das heißt, es gibt hier viele Gespräche, und Chiron bringt also Umwelt, Arbeit und Gesundheitsthemen hier mit in den zentralen Mittelpunkt und kann hier auch kritische Themen ansprechen lassen. Dann ist das Ganze hier im 12. Haus und bedeutet hier, ja, dass es im Rückzug Neuanfänge gibt oder dass es Neuanfänge anzeigt, die im Zusammenhang stehen mit Heimlichkeiten, oder dass es im Verborgenen erstmal anfängt hier, also Anfänge gibt und die anderen davon vielleicht noch gar nicht so viel mitbekommen. Kann auch sein, dass man hier, wie gesagt, sich etwas Neues kauft, also mit Merkur, was mit der Gesundheit zu tun hat, und dann da ein neues Kapitel einschlägt. Oder also Gesundheitspläne stehen hier unter einem guten Stern sozusagen in diesen 2 Wochen oder auch schon davor. Das wirkt auch immer schon ein bisschen ein paar Tage davor. Ja, also wie gesagt, hier sehr, sehr interessante Energien, die ja mit einem Stier-Aszendenten auch eine Sinnlichkeit oder Sicherheitsaspekte betonen können oder Werte. Und die Venus als Herrscherin bringt hier, wie gesagt, diese Mars, Saturn, Venus, ja, Konstellation nochmal in den Fokus und beschreibt hier Werte, die im Zusammenhang stehen mit Gruppen, mit Gemeinschaften und mit Blockaden, Einschränkungen oder Verantwortlichkeiten, und die ja, Zielen zusammenhängen können, also wie gesagt, mit dieser Kriegsenergie, aber auch mit Erotik oder erotischen Verbindungen oder mit Beziehungen insgesamt, also Beziehungsstress, der hier im Kollegen-, Freundeskreis auch eine Rolle spielen könnte, das wäre hier auch eine Thematik. Ansonsten sind es gesellschaftliche Werte, die hier auch eine Rolle spielen, und hier wird halt geprüft, und da geht es um Verantwortlichkeiten auch. Und als Ergebnis haben wir hier den MC im Zeichen Steinbock. Das heißt hier, also da gucken wir wieder auf diese Kombination, also der Aszendentenherrscher und der MC-Herrscher treffen sich ja hier im 11. Haus. Also das heißt hier, im 11. Haus geht es natürlich auch um Hoffnung, ja, um die Zukunft. Und als Ergebnis haben wir dann hier, also wie gesagt, die Blockaden, die ja überraschend erfolgen können, oder Prüfungen oder auch Trennung und ja, also wie gesagt, mit Beziehungen zusammenhängen können oder mit Finanzen, Finanzkrieg, Finanzziele, Sicherheitsziele oder wie gesagt, mit Diplomatie und Beziehungen oder Zielen zusammenhängen können. Also mit dem Pluto damit bei auch noch und Germania, dem Aszendenten, ist das hier eine sehr, sehr ja, große Krisenenergie als Ergebnis, die Gesellschaft betrifft oder im Beruf sich anzeigen kann. Also es kann auch um berufliche Bindungen gehen, um Vertraglichkeiten. Und ansonsten fürs Kollektiv ist es also hier die Situation mit Viren, mit Krisen, mit Massenschicksalen. Das kann natürlich auch der Konflikt in der Ukraine wieder natürlich angesprochen sein. Und aber besonders ist Deutschland auch involviert, weil der Pluto ja hier als Begegnungsherrscher, WC hier im Skorpion, und auch der Arbeitsplatz und die Begegnung hier mit eine Rolle spielen können. Und dass da so fürs Kollektiv dann auch Feinde anzeigen kann. Und ansonsten aber auch so mit Partnern zusammenhängt. Also wieder viel bei diesem Neumond zu erwarten. Also viele interessante Dinge, die also hier wirklich halt auch im Verborgenen stattfinden könnten. Und dann habe ich nochmal das Tarot befragt dazu. Worum geht es denn hier? Da haben wir hier als ja, Hauptkarte das Ass der Kelche. Das ist eine Karte, die anzeigt, dass es um Gefühle geht oder um ein Angebot, einen Neubeginn. Das ist auch eine Karte für Neubeginn. Das Ass ist ja mal die erste Karte bei den Elementen und zeigt also hier die Chance für einen Neustart. Es wird ein Angebot gereicht, und interessant ist ja auch hier diese Friedenstaube. Also vielleicht gibt es ein Friedensangebot, was natürlich auch zu dieser Jupiter-Neptun-Konstellation gut passt.
die ja hier zulaufend ist noch in dieser Phase. Und als Klärung habe ich hier den Stern, der auch wirklich Hoffnung verspricht und auch eine Erfolgskarte ist, kann individuell auch zusammenhängen mit einem gefühlvollen Angebot, was man einem Wassermann macht, weil das ist auch die Karte für den Wassermann. Und ansonsten ist es also wirklich eine Erfolgskarte, also und spricht also hier für eine zukünftige positive Entwicklung. Und als Ergebnis, als Ausblick habe ich hier die Karte 6 der Sterne oder 6 der Münzen. Und das ist eine Karte, die steht für einen Ausgleich, einen finanziellen Ausgleich oder einen Ausgleich von Werten. Und also auch das ist hier, denke ich mal, eine ganz gute Perspektive. Und dann haben wir einen Vollmond am 16.04. Dieser Vollmond findet statt im Zeichen Waage. Das ist ja das Zeichen des Friedens und der Diplomatie. Und interessant beim Vollmond ist ja immer, dass man eine Spannung zwischen Sonne und Mond hat. Und der Mond beschreibt auch unter anderem das Volk und die Sonne die Herrschenden. Und die Herrschenden sind hier im Widder und es gibt also hier eine kriegerische Energie der Herrschenden. Es gibt eine egoistische Energie der Herrschenden, die in einer Polarität, in einer Spannung steht zu den Bedürfnissen der Bevölkerung, die nämlich Frieden und Diplomatie wollen. Also ganz interessant, finde ich. Und das Ganze auch noch in Spannung hier zu Pluto. Also hier ein sehr schicksalhafter Vollmond, der hier mit einem Ende im Zusammenhang stehen kann. Also ein Vollmond beschreibt ja häufig einen Abschluss oder einen Höhepunkt einer Entwicklung und kann also hier mit dem Pluto eine Transformation beschreiben oder die Krise, die hier die Kommunikation betrifft oder das nähere Umfeld oder auch den Handel oder auch die Nachbarschaft, also Geschwister, Tanten, Onkel oder auch die Mobilität oder auch Reisen, Kurzreisen. Also das alles hier steht mit Pluto in einem Krisenmodus und dann haben wir hier an der Hausspitze den Asteroid Justitia, also die Gerechtigkeit, die prüft das Ganze und auch in Bezug auf Freiheit. Denn wir haben hier den Uranus mit Merkur in der Begegnung. Das heißt, also man hat hier bei diesem Vollmond in der Begegnung ja auch wieder eine starke Veränderungsenergie, aber auch die Möglichkeit von Freiheit. Und Merkur ist auch die Bewegung und stellt auch den Spaziergang dar und bringt also hier die Möglichkeit von Spaziergängen für die Freiheit oder auch Veränderungen, was Pläne oder Verordnungen angeht, die hier im Zusammenhang mit der Justiz stehen. Also da dürfte viel passieren. Dann natürlich als ganz entscheidender Prozess hier dabei ist also diese Jupiter-Neptun-Verbindung, die im fünften Haus stattfindet. Das fünfte Haus beschreibt also das Leben. Also wir haben hier diese Chance für globalen Frieden, der hier Gestalt annehmen möchte. Außerdem geht es hier im fünften Haus auch um Selbstständigkeit, um Kinder, um alles, was in die Welt möchte, um Kreativität, um Sport, Hobbys, um die Liebe auch. Also hier auch vielleicht eine sehr große Sehnsucht, eine große Romantik vielleicht auch, die hier im Zusammenhang stehen könnte mit Beziehungen. Ja, ansonsten, da das hier auf der Arbeitsachse stattfindet oder Gesundheitsachse, kann es auch hier bei dem Vollmond um Gesundheitsthemen gehen oder um Arbeit. Also das heißt vielleicht männliche Personen bei der Arbeit und Egoismus von denen steht hier vielleicht im Zusammenhang mit weiblichen Bedürfnissen nach einer Beziehung. Das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Dann haben wir den Saturn hier am IC. Das heißt hier immer der Bereich des Privaten, der Heimat, des Wohnbereichs, der Familie. Hier gibt es Einschränkungen oder Trennung oder Blockaden oder Prüfungen, die die Freiheit betreffen. Das Ganze auch noch mit Spannung zum Mondknoten. Also es kann individuell zum Beispiel auch sein, dass jemand hier eine Beziehung eingehen möchte oder irgendwie hier ein Ende erfährt und das steht und diese Trennungen stehen hier auch in Spannung zu oder Beziehungen stehen in Spannung zu, ja, vielleicht Respekt in der Familie oder eine Situation von Ausgrenzung. Also das wäre hier auch denkbar. Ja, das sind so einige Dinge hier. Achso, als Aszendenten haben wir hier den Skorpion-Aszendenten. Was möchte hier in die Welt? Also es geht hier um eine Transformation, um Krisen, ja, um Vorstellungen, die hier kommuniziert werden, um Krisen, die hier in die Kommunikation gehen, in das nähere Umfeld, wie gesagt. Und als Ergebnis haben wir hier, oder auch Bindung, also man spricht vielleicht über
Absichten von Beziehungen, also Partnerschaften. Und das Ganze als MC im Löwen zeigt hier, ja, es geht um Lebensfreude, die hier mit der Arbeit zu tun hat. Oder um Selbstbewusstsein, in der Gesellschaft, das Leben in der Gesellschaft, im Beruf, und hat hier den Fokus am Arbeitsplatz. Also das hier ganz interessant. Also dann auch noch der Asteroid Russia und Amerika in Spannung. Also das zeigt natürlich auch hier unter anderem hier, wie es gerade in der Weltsituation ist. Und genau ja, am absteigenden Mondknoten, der Asteroid Jänner, der steht für die Injektion. Also das heißt, es könnten Menschen sterben, durch die Nebenwirkung. Das ist hier durchaus denkbar und ist hier angezeigt. Und so eine sehr prägnante, also Interpretation davon, die also sehr deutlich ist. Das könnte auch sein. Ja, ansonsten habe ich nochmal den Neumond, Entschuldigung, das Tarot befragt, worum geht es hier genau? Also es geht um Illusionen mit den 7 Kelchen, um Illusionen, um Möglichkeiten. Also man hat hier viel Potenzial, viele verschiedene Angebote. Geht natürlich auch um die Gefühle mit den Kelchen. Und also man tut sich schwer in der Entscheidung und hat also hier verschiedene Illusionen vielleicht auch, die hier ja zu beachten sind. Und da habe ich als Klärungskarte hier den Page der Münzen. Also es geht dabei auch um den Selbstwert vielleicht oder um Finanzen, um Sicherheit. Das wäre hier denkbar. Und als Ausblick habe ich 5 der Stäbe. Das ist eine Karte für Konkurrenz und Reibereien. Also das heißt, im Kontext dieser Entscheidung oder Auswahl oder Illusion kommt es hier dann vielleicht zu Reibereien mit Gruppen, mit Kollegen im Freundes- oder gemeinsamen Umfeld, so im Freundeskreis. Also das ist hier denkbar. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Neumond, der mit einer Sonnenfinsternis einhergeht. Und dieser Neumond mit der Sonnenfinsternis findet statt im Stier. Und zwar ausgerechnet auch noch am 30.04. Das ist ja ein besonderes Datum. Da ist ja ist ja Adolf gestorben, beziehungsweise hat ja Suizid begangen. Also, und das ist auch in dem Kontext interessant, dass wir ja in einem großen, also wenn man jetzt mal Perspektive nochmal von der Entfernung sich anschaut, also wie das im Allgemeinen sich hier zeigt, in diesen Jahren, also wir sind ja in der Zeit des großen Umbruchs vom kapitalistischen System in ein neues Zeitalter, wo Menschlichkeit eine größere Rolle spielen soll. Also das heißt, weg von ja, Egoismus hin zum kollektiven Gedanken, also weg von, also hin zur Hierarchielosigkeit. Und das ist ja eine sehr viel liebevollere Energie, die jetzt kommen soll. Und dafür kommt also jetzt sehr viel Böses ans Licht, sehr viel Schlimmes. Und in diesen Monaten, und das ist auch eine ganz starke Traumaaufarbeitung. Deswegen haben wir ja auch wieder den Kalten Krieg und diese ganzen Thematiken. Und das ist also so ganz interessant, dass also gerade zu diesem Zeitpunkt, wo hier der Führer gegangen ist, ja, dass da dieser Neumond stattfindet und wie gesagt, im Kontext dieser Traumaaufarbeitung, an der hier ja wir gerade stehen. Und das ist leider vielen noch gar nicht so bewusst. Aber also wie gesagt, darum geht es. Deswegen sollen die Menschen ja auch alle, gab es ja auch diesen Lockdown, dass man sich so zurückzieht. Man soll quasi ins Innere gehen und da wieder zum Göttlichen finden. Also das ist hier so kurz mal angesprochen. Darum geht's. So, denn also der Aszendent bei diesem Neumond findet hier, also ist ein Schütze-Aszendent. Also es geht um Überzeugung. Und diese Überzeugung sind mit Venus und dem Frieden, also es dreht sich hier mit Neptun auch noch dabei, um ganz, ganz tolle Friedensenergien, um die Überzeugung von, also weltweit mit Jupiter, und Jupiter ist ja auch der Sinn und der Erfolg. Also das ist hier eine ganz tolle Friedensenergie, die hier am IC die Motivation anzeigt oder auch beschreibt, dass hier ja in der Heimat, in der Familie, also hier friedliche Tendenzen sind. Also das zeigt hier ganz deutlich, dass wir hier Frieden bekommen. Oder eine Friedensbewegung auch haben oder das Bewusstsein hier für den Frieden hier am Punkt des Unbewussten eigentlich noch, ja, aber
wie gesagt, das soll ja in die Welt kommen. Und man merkt das ja auch schon durch die ganzen Friedensbewegungen. Und der Neumond hier im fünften Feld beschreibt also wieder hier diese Neuanfänge, die mit der Liebe zusammenhängen können, mit Selbstständigkeiten und mit Uranus ist hier eine sehr starke Erneuerungsenergie dabei, ein starkes Veränderungspotenzial und kann also auch überraschende Neuanfänge anzeigen und kann auch zusammenhängen mit Werten oder auch mit Kryptowährungen, weil Uranus ja die elektrische Währung anzeigt im Zeichen Stier. Also das wäre hier auch eine Thematik, die ganz interessant ist. Ja, und als Ergebnis haben wir hier den MC auf den letzten Graden von der Jungfrau. Das heißt, es geht hier um eine Anpassung in der Begegnung. Eine Anpassung, was halt auch wieder eine Friedensverhandlung anzeigen könnte oder ansonsten individuell, also hier, dass man aufeinander zugeht oder das Gespräch sucht und vielleicht auch hier Verantwortlichkeiten klärt mit dem Saturn, der in Spannung dazu steht. Und als neuen Herrscher Chiron geht es hier um Kriegsverletzungen, um Gesundheitsverletzungen, um Heilung, die in der Familie, in der Heimat stattfinden darf. Und wie gesagt, mit dem im Zeichen des Kriegsgottes, also Mars ist ja der Kriegsgott und das Zeichen ist ja Widder. Und Chiron da drin beschreibt also Kriegsverletzungen, die im Zusammenhang stehen, ist in Spannung hier zu Russland, in Spannung zu Ukraine, also all diese roten Verbindungen hier und auch in Spannung zur Justiz. Also hier gibt es auch eine rechtliche Aufarbeitung dieser Geschichten. Also das ist hier eine Thematik. Und interessant auch noch hier, Germania, Deutschland, in Spannung zu Coronis. Also wir haben hier auch weiter hier diese Thematik und Coronis im achten Haus kann natürlich auch wieder Sterbeprozesse anzeigen oder auch die Krise. Also Deutschland kommt hier, dieser Thematik kommt da nicht so schnell raus. Also das ist hier auch noch weiterhin eine Thematik. Die Sonnenfinsternis beschreibt natürlich hier immer noch, die partielle ist das, die beschreibt hier auch immer noch eine Thematik von Schattenthemen, die immer eine Rolle spielen können. Bei einer Sonnenfinsternis ist es ja eine Situation, die sich im Außen auch deutlich zeigen kann und auch mit Herrschenden natürlich zu tun haben könnte. Also es kann für Regierende schwierig werden in der Zeit. Die werden hier mit Schattenthemen besonders vielleicht konfrontiert, aber insgesamt ist das hier eine Thematik. Und ansonsten, ja, häufig halt natürlich auch klassisch immer so eine Unglückszeit, auch eine Sonnenfinsternis. Ist nicht zwingend so, ist aber häufig so. Und ja, aber wie gesagt, diese Venus-Jupiter-Neptun-Konjunktion hier, die ist super, und mit dem Asteroid Frieden, die ist super, super schön und verspricht hier eine tolle Entwicklung. Außerdem ist es auch für die Liebe eine ganz, ganz schöne Phase und Zeit hier. Ja, und dann habe ich noch genau das Tarot befragt, worum geht's denn hier? Und da habe ich hier fünf der Kelche gezogen. Das heißt, das ist eine Karte für Verlust und Trauer. Also das heißt, diese Neustarts, die hier im Stier stattfinden, wo es ja um Werte geht, um Sinnlichkeit, die gehen aber einher mit Verlust und Trauer, mit Liebeskummer vielleicht auch. Es geht ja hier um Gefühle mit den Kelchen. Und bei dieser Karte sieht man ja, schaut man nur auf die, über das, was verloren gegangen ist und das, was nicht so stimmt. Aber im Hintergrund stehen ja noch zwei Kelche. Das heißt, also es gibt also auch noch eine positive Seite, die einem aktuell vielleicht noch nicht so ja bewusst ist. Und dann habe ich nochmal genauer gefragt, worum geht's da? Und da kam die Karte 6 der Kelche. Das ist also auch wieder eine Karte für Gefühle und die steht klassisch für Seelenpartnerschaft, für Seelenverwandtschaft, für vergangene Zeiten. Und bringt also so einen nostalgischen, melancholischen Touch für diesen Neumond. Und als Ausblick habe ich hier wieder die Karte Page der Münzen, die ja auch schon beim Vollmond eine Rolle spielte. Das heißt, es geht hier wieder um Sicherheit, um Werte, um Selbstwert vielleicht auch. Und als Ausblick ja, nimmt man sich vielleicht die Zeit und guckt so, was möchte ich wirklich? Was hat wirklich Wert? Also, und darum geht es ja auch um die Werte bei dem Neumond im Stier. Also ein sehr, sehr spannender Neumond auch wieder und noch toller Monat. Ja, sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, das hat dir gefallen. Freue mich natürlich über Teilen, Liken, Abonnieren meines Kanals. Mein Angebot findest du auf apolloastro.de. Den Link findet man auch hier drunter. Dort kann man mich gerne für eine Beratung buchen. Das kann ich jedem nur ja ans Herz legen. Das ist eine tolle Investition und lohnt sich wirklich unglaublich. Und in den Sternen findet man auch immer ja passende Lösungen. Ja, und ansonsten findet man dort auch den kostenlosen Newsletter auf meiner Webseite, den man abonnieren kann.
Dort gibt es die Wochenkonstellation beschrieben. Und ansonsten hier drunter auch noch der Link zu Facebook, wo es die tagesaktuellen Konstellationen gibt. Würde mich freuen, wenn du das auch abonnierst und da mal reinschaust. Ja, sage ich alles Gute und wünsche einen schönen April. Tschüss.